Jo, ihr Schlingel und Schlingelin, noch ein kleines Short einfach mal rausgeballert. Wir haben übrigens beiläufig auch gleich die 200-Abonnenten-Marke geknackt. Ziel ist allerdings 250, also Gas geben. Schön, dass wir auch trotz 3 Wochen keine Uploads immer noch auf 25 Stunden Aufmerksamkeit sind, durchschnittlich im Monat. Dafür vielen Dank und ja, jetzt geht's wieder aufwärts, könnt ihr wieder boosten. Und ja, wir müssen natürlich die ganzen Ziele, die wir vorher erreicht haben, jetzt wieder erreichen. Und jetzt noch ein paar kleine Statements zu diesem ganzen Kriegsscheiß. Also ich finde nicht, dass man das überhaupt argumentieren kann. Die sind alle nur noch voller Hass und Wut und versuchen da irgendwas hin zu rechtfertigen, wie das denn okay ist. Aber Panzer liefern ist nichts anderes als Benzin ins Feuer gießen. Panzer in ein Kriegsgebiet liefern, das bringt doch keinen Frieden. Und auch Angreifer besiegen bringt keinen Frieden. Oder irgendwo einmarschieren bringt keinen Frieden. Wir sind spirituell scheinbar echt noch nicht so weit, unsere Waffen niederzulegen. Und dann heißt es immer nur, ja, aber wenn da jetzt einer kommt, dann musst du dich ja wehren und so weiter. Oder verlangst du von denen, dass die sich ergeben? Die wollen nicht unter der Herrschaft sein und so. Und dann sage ich nur, ja. Das beweist wiederum, dass wir noch nicht so weit sind. Weil erstens, wenn wir wirklich so weit wären, würden wir sagen, wir sind der Krieger, wir sind kein kriegerisches Volk. Wir lassen unsere Waffen weg, wir haben gar keine. Das wäre der größte Beweis unseres Friedens, keine Instrumente des Krieges zu besitzen. Ich bin auch dafür, dass alle Waffen zerstört werden, alle Militäre abgeschafft werden. Und dieses ewige Argument, aber wenn dann und so weiter, ja, genau, wenn dann und hätte, hätte, Fahrradkette und ja, wenn du nicht geboostert wärst, dann wäre es noch viel schlimmer und so, weißt du, genau. Immer wieder das Gleiche. Und wie gut, dass ich dich jetzt getötet habe, sonst hätte dich der Satanistenvergewaltiger getötet und aufgegessen. Weißt du, genau so ein Schmann einfach. Und dass es all diese Zerstörungen gibt. Wir können das inhaltlich nicht rechtfertigen. Und wenn wir das anfangen, inhaltlich zu rechtfertigen, dann müssen wir auch ganz schnell wieder ins Leugnen von gewissen Realitäten abdriften, weil dann kommen wir schnell drauf, wer hat das verkauft, wer hat das produziert, wer hat das angestiftet, wer hat die Leute aufgehetzt. Und das wollen die Leute ja alles nicht wissen. Die wollen ja nichts von Amiland und CIA und Raytheon und Missile Technologies und diesen ganzen Kack wissen. Sondern die wollen ja einfach nur wissen, der ist böse und der ist gut und deswegen ist es gut, wenn wir den Bösen mit Feuer bekämpfen, weil so macht man das eben, weil, ja, also hast du schon mal in der Geschichte der Menschheit erlebt, dass ein Krieg beendet wurde durch Umarmungen? Ja, warum haben wir das eigentlich noch nie erlebt? Weil wir noch nicht so weit sind. Wir sind noch nicht bereit, unsere Waffen niederzulegen. Das wäre für mich der Beweis unserer Friedlichkeit, keine Instrumente des Krieges zu haben. Und das zu rechtfertigen, dieses ganze Kriegerische, finde ich absolut nicht korrekt. Sorry, also ich kann da auch null hinter Deutschland stehen und null hinter den Leuten, die das hier fordern und wollen. Da stehe ich nicht dahinter. Ihr könnt gern mit eurem Klarnamen euch in ein Register eintragen, dass ihr dafür seid. Wenn es dann nämlich richtig hart kommt, dann weiß man wenigstens, wer die Problemmenschen hier waren, die das gemacht haben. Und wo die tatsächlichen, ja, Jesus-Jünger sich befinden, die sagen, ich habe keine Waffe, ich regel das mit Liebe. Und ja, wir sehen Seiten und Positionen und so weiter, aber sehen wir das große Ganze? Ich glaube irgendwie nicht. Also wir sehen das ja nicht mal spirituell. Die Leute weigern sich ja, das so zu sehen. Sie sehen ja nur dieses Politische, die Seiten, die ganzen Stories, aber diese ganzen wichtigen Inhalte, die wollen sie dann nicht sehen. Also wer da Geld verdient und das ist alles, was ich vorhin gesagt habe, das wollen sie dann nicht sehen. Sie wollen nur das sehen hier, der ist der Böse und den können wir wegmachen und so weiter. Aber das ist nicht das, was wir hier zu lernen haben. Und vielleicht gibt es deswegen Krieg, weil wir endlich mal dieses, es gibt welche, die anders sind, die müssen wir in Ruhe lassen. Es sind nicht alle so wie wir und dieses Wir gibt es auch eigentlich nicht. Und
Ja, die Bekämpfung des Andersartigen, die sehe ich auch schon, diese West-Ost, der Westen, der den Osten immer platt macht, oder überhaupt der Westen, wenn wir das jetzt mal so als eine Macht sehen, die in der Menschheit irgendwie drin ist. Also auch der Westen hat die Indianer vernichtet, der Westen hat den Urwald aufgeräumt und diese ganzen Sachen. Der Westen hat im Mittelalter die Druiden vernichtet. Man kann es so sehen, sehen wir es einfach mal kurz so. Und dann kommen wir recht schnell dahinter, dass es halt menschliche Probleme sind, ja. Und ich frage jetzt mal alle, die da so aufgeladen sind, voller Wut und Hass, fühlt ihr euch dadurch gut? Habt ihr denn gar keine egoistischen Gründe, Gründe der Selbstwürde und der Selbstliebe zu sagen, ich möchte nicht diese negative Energie in mir drin haben. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie ich jemanden umbringe oder dabei helfen, jemanden umzubringen. Und wie fühlt ihr euch, dass eure Steuern darauf verwendet werden, dass Leute gekillt werden? Und selbst wenn es für euch die richtigen Leute sind, die gekillt werden, letztendlich tötet ihr nur Teile von euch selbst. Aber wir versuchen, dieses Spirituelle von uns fernzuhalten. Wir versuchen, uns nicht verbunden zu sehen miteinander. Und das ist genau das Problem. Wir sollten uns verbunden sehen miteinander. Du bist der, der abdrückt, und du bist der, der erschossen wird. Das sind auch wieder nur Teile von dir, Teile von einem großen Organismus. Und deswegen leidest du und deswegen hast du Hass und letztendlich hasst du dich einfach nur selber. Sonst würde es ja nicht in deinem Körper warm werden und du schwitzen und du solche Augen bekommen und rumschreien und töten wollen, sondern es würde außerhalb von dir passieren. Und so ist zumindest für mich auf eine gewisse Art bewiesen, dass wir den Krieg in uns tragen und wir haben diese Tendenz als Menschen immer irgendwas zu unterwerfen, platt zu machen, zu quälen und so weiter. Aber das Böse will erlöst werden und es will nicht bekämpft werden, weil der Kampf mit dem Bösen ist nur ein Trick des Bösen, um die Energie abzuziehen. Erinnert euch vielleicht mal an Dragon Ball Z, als sie dann im Raumschiff sind. Und durch den Kampf die Energie abgezogen wird, der Raum, in dem der Kampf stattfindet, der zieht die Energie von beiden Kämpfern. Und mit dieser Energie wird ein Dämon gespeist. Ja, die Japaner sind eh so genial, was diese ganzen Andeutungen angeht, auch in den Animes und so, steckt so viel drin, was wir über uns lernen können. Und naja, das waren mal so ein paar Gedanken. Ich danke auf jeden Fall für 200 Abonnenten. Wir sind jetzt sogar schon bei 201. Ziel ist 250. Ab 250 kommt die Story, wie ich mit dem Oberbürgermeister von Würzburg gekifft habe. Übrigens, jetzt schon seit einigen Tagen sober as fuck. Und es fühlt sich gut an. Endlich mal wieder high auf der Nüchternheit sein. Nicht, dass ich diese anderen Zustände verurteile oder so, aber es muss eine Balance geben. Und wir haben doch uns jetzt so lange angeschrien, so lange auf der ganzen Erde Krieg gemacht. Vielleicht schaffen wir es zum allerersten Mal, weil wenn wir Resultate wollen, die wir noch nie hatten, müssen wir Dinge tun, die wir noch nie getan haben. So läuft es, wenn du eine Frau finden willst, dann darfst du nicht mit dieser alten Einstellung rumlaufen, sondern du musst deine Einstellung ändern. Du musst Dinge tun und glauben, die du noch nie getan hast und geglaubt hast. Und wenn wir eine Änderung erfahren wollen in diesen Erlebnissen, diesen spirituellen, kollektiven, menschlichen Erlebnissen, da müssen wir etwas tun, was wir noch nie getan haben. Mein Vorschlag ist, kein Krieg, keine Waffen, kein Militär, andere Wege finden, um Konflikte zu lösen. Und dann können wir von uns sagen, dass wir die Guten sind. Vorher sind wir alle nur Mörder, Vergewaltiger und Mordopfer und Vergewaltigungsopfer. Und so wie wir miteinander umgehen, finde ich, zeigt es auch so eine Täter-Opfer-Ausgleich-Dynamik irgendwie und keine Kommunikation, keine liebevolle Kommunikation auf Augenhöhe. Und wir finden immer nur Gründe, warum wir das nicht dem anderen geben. Weil er ja und so weiter. Davon müssen wir wegkommen. Was ist dein Anteil an dem Ganzen? Was ist deine Ansicht? Bist du auch so ein Rechtfertiger?